Herzlich willkommen zurück, meine Freunde, zur nächsten Folge. Zur achten müsste es sein bei Jade Empire für den PC. Wir haben Su, den Scharfsinnigen, immer noch bei uns und müssen uns jetzt weiter nach vorne kämpfen. Morgenstern haben wir zurückgelassen und wir werden direkt angegriffen hier. Direkt. Und ich muss vorweg sagen, ich habe immer noch keinen neuen Controller. Wir müssen also... Oh mein Gott, du sollst D machen, genau. Wir müssen ja sein Schutzschild durchbrechen, sonst wird das nix. Jawohl. Da fliegt er. Su muss alleine klarkommen. Ah, Moment. Hier, den geben wir ein. Himmlische Welle ist auch super. Probieren wir auch mal aus. Da kriegt er erstmal ein. Oh, Moment. Ich war noch nicht so weit. Ah, wir haben ihn nur verlangsamt. Nein, zur Seite. Was macht der eigentlich, wenn ich so mache? Boah, himmlische Welle ist blöd. Dann hau ich ihm lieber hier mit dem Stock um. Zack. Ganz lässig haben wir den jetzt weggehauen. Ich möchte aber lieber hier springender Tiger. Das gefällt mir irgendwie besser. So, jetzt sind wir hier über die Brücke rüber und da passiert irgendwas. Ein bisschen nebelig hier im Wald. Oha, wer ist das? Ein Ninja. Bleibt, wo ihr seid. Es ist dumm, von der Hand des Todes Gefolgsleute allein loszuschicken. Es ist offensichtlich, dass ihr einer seiner Söldner seid. Oder aber einer der Piraten von Gau dem Großen. Jetzt werdet ihr für eure Taten bezahlen. Hä? Weder noch... Ach, hier schon wieder die scheiß Maus... Weder noch, wir haben mit der Hand des Todes nichts zu tun und was wisst ihr über den Gau, den Großen? Aus dem Weg, ihr werdet mich nicht an meiner Rache hindern, nein. Ich habe nichts mit der Hand des Todes zu tun. Verschwendet eure letzten Atemzüge nicht mit Lügen. Ich war zwar nicht rechtzeitig zur Stelle, um noch jemandem helfen zu können, aber ich habe gesehen, wie ihr euch nach dem Massaker aus zwei Ströme geschlichen habt. Es gibt keinen Zweifel, dass ihr daran beteiligt wart. Mit der Zerstörung des Dorfes ist die Hand des Todes eindeutig zu weit gegangen und Gau der Große hat versucht, einen Vorteil daraus zu ziehen. Meine Rache wird bei Ihnen enden und bei euch beginnen. Du urteilst ein bisschen zu vorschnell, meine Gute. Uiuiuiui. So, ein bisschen... Warum macht er das nicht? Springender Tiger, aber du sollst dich ein bisschen... Dann nicht. Dann so. Bisschen ausweichen. So, von hier... Ah, Mist. Wieso hat die... So, jetzt heilen wir uns mal kurz. Su, mach das schon, der hat's drauf. Er trifft zwar nicht, aber okay. Ah! Nö. Zack. Der hat gesessen. Die Art, wie ihr euch bewegt, das scheint mir seltsam. Vielleicht ein Fehler, den ich nicht erkennen kann. Ihr habt euch auf jeden Fall besser geschlagen, als ich erwartet hatte. Vielleicht könntet ihr sogar mich besiegen, wenn ich eine solche Dreistigkeit zulassen würde. Ich hab dich gerade besiegt. Ihr seid zu talentiert, um ein Untergebener der Hand des Todes zu sein. Jemanden mit euren Fähigkeiten, der kein Assassine ist, würde er als gefährlich ansehen. Und auch Gau der Große bevorzugt fügsame Diener. Damit kann ich leider nicht dienen. Ich habe weder mit Gau noch mit den Lotus-Assassinen etwas zu tun. Wer seid ihr und warum bekämpft ihr die Lotus-Assassinen? Aus dem Weg, ich werde mir die Hand des Todes holen. Nein. Ich habe weder mit Gau noch mit den Lotus-Assassinen etwas zu tun. Offensichtlich nicht. Ihr tragt nicht ihr Zeichen. Aber wenn ihr keiner von ihnen seid, wer seid ihr dann? Ein Mönch? Ein Söldner? Ein Bandit? Ihr seid einer großen Sache auf der Spur. Größer, als euch vermutlich klar ist. Geht nach Hause, wenn euch euer Leben lieb ist. Andere haben schon vor euch versucht, die Hand des Todes zu besiegen. Sie wurden alle vernichtet. So wie zwei Ströme.
Das ist genau der Grund, warum ich mich ihm stellen muss, um die Toten zu rächen. Ich werde sie beide jagen, ich habe keine Angst. Was zwischen mir und der Hand des Todes geht, nur mich was. Nee, hier, das die erste. Ehre verlangt es, dass ihr euch der Gefahr stellt. Und das tut ihr, ohne zu zögern. Nur Narren zeigen keine Angst. Und vielleicht auch der ein oder andere Held. Auch ich brauche Antworten von der Hand des Todes und seinen Untergebenen. Wenn ihr euch ihm wirklich stellen wollt, müsst ihr euch in die Kaiserstadt begeben. Allerdings können dort dank Gao nur noch die Lotus-Assassinen nach Belieben kommen und gehen. Der Land- und Seeweg in die Stadt ist blockiert. Sie benutzen Flieger und Windkarten, um ihre Ziele außerhalb der Kaiserstadt zu verfolgen. Wenn ihr euch geschickt anstellt, sehen wir uns möglicherweise wieder. Ich wünsche euch viel Glück, auch wenn ihr zum Überleben weit mehr als das brauchen werdet. Lebt wohl. Ja, leb wohl. Also erstmal hier einen auf dicken Larry machen und dann abhauen, ne? Unfassbar hier, unfassbar. So, können wir das öffnen? Das wäre auch zu schön gewesen. So, ist da hinten noch irgendwas? Ja, hier ist ein Fass. Das machen wir auch mal auf. Silbertaler und Mönchsjuwel des Schicksals. Kann ich mit Sicherheit gebrauchen. Gut, dass wir nochmal hier waren. So, wir gehen jetzt unseren Waldweg hier weiter. Mal sehen, ob wir dieser Ninja nochmal begegnen. So, einmal geht's hier mit dem Pfeil nach rechts. Können wir das lesen? Nein, können wir nicht. Und ich spreche nicht so gut Chinesisch. So, ach so, vielleicht sagt er uns ja was. Ja, hallo? Hörst du mal auf, rumzuspringen? Schlagt euch über die Brücke nach Süden durch und weiter nach Tiens Anleger. Ja, okay. Wir gehen aber jetzt mal hier hin. Toll, aber hier ist auch nichts. Oh doch, was seid ihr denn für Flitzpiepen? Hier ist Zutritt verboten. Eindringlinge werden exekutiert. Wer seid ihr? Ich bin Soldat der kaiserlichen Armee. Entsandt von der Hand des Todes, um jeden zu vernichten, der so verrückt ist, diesen Ort zu betreten. Und zu Letzteren gehörst leider auch du. Töte den Abschaum! Dass sie immer gleich handgreiflich werden müssen, ne? Oh, er hat mich noch abgeblockt, der Hund. Aber no chance. So, jetzt werden wir Zuma kurz helfen. Ohne mich ist er ja aufgeschmissen. Wartet, halt! Ich bin nicht euer Feind. Ich schwör's bei meinen Ahnen. Ich bin nicht euer Feind. Ich bin nicht mal Soldat. Wer seid ihr? Ich bin Shen Yi aus dem Dorf Einstein. Ich bin kein Kämpfer, nur einfacher Bauer. Aus dem Diese Dorf Soldaten Einstein. Kamen vor einigen Wochen durch mein Dorf. Einer von ihnen verärgerte den kommandierenden Lotus-Assassinen und wurde von ihm getötet. Als ich von den Feldern zurückkam, packten sie mich, um die Lücke zu füllen. Sie haben mir die noch blutige Uniform angezogen und mir gesagt, ich wäre nun in der Armee. Im Dorf Einstein, ach du Scheiße. Beantworte meine Fragen, wenn ihr leben wollt. Ich werde es versuchen, aber ich weiß gar nichts. Die Lotus-Assassinen haben uns nur befohlen, das Tor zu bewachen, während sie die Ruinen durchsuchten. Das ist alles, ich schwör's. Erzähl mir von den Assassinen. Sie sind böse, einfach nur böse. Sie haben mich gezwungen, ihnen zu dienen. Sie hätten mich getötet, wenn ich nicht gehorcht hätte. Ich hatte keine andere Wahl, als diese Tür zu bewachen, während sie die Ruinen durchsuchten. Wonach haben sie gesucht? Ich weiß nicht. Ich war hier, auf der abgelegenen Seite des Tors. Und das Tor selbst ist verschlossen. Nur die Lotus-Assassinen selbst dürfen in die Ruinen. Wisst ihr etwas über diese Ruinen? Nein, nichts. Nur, dass das Tor zu ihnen verschlossen war. Die Lotus-Assassinen mussten sich einen Schlüssel von Xing, dem kaiserlichen Minister in Tiens Anleger, besorgen. Aber ich denke, dass es in den Ruinen spukt. Ich höre seltsame Geräusche von der anderen Seite des Tors. Doch selbst eine Bedrohung durch Geister kann die Assassinen nicht von ihrer Suche abhalten. Das haben wir schon gemacht. Wonach haben sie gesucht? Das weiß er nicht. Geht verschwindet und kommt nie wieder. Ihr seid
mir nicht mehr von Nutzen, Zeit zu sterben. Ja, ich hätte ihn gerne umgebracht, aber ein Mönch tut sowas nicht, also soll er verschwinden. Natürlich, oh Großzügiger. Ich werde in mein Dorf zurückkehren und ein aufrichtiges Bauernleben voller Gebete führen. Danke, dass ihr mich verschont habt. Vielen Dank. Ja, jetzt mach dich vom Acker, bevor ich es mir anders überlege. Na, das Ding geht nicht auf. Was ist das hier eigentlich? Da können wir auch nichts machen. Ne, nicht wirklich. So, da ist ein Tor, alles klar. Hier gibt's lauter Sachen. Kriegsjuwel des Schicksals. Ja, wieso nicht? Explodiert hier wieder irgendwas? Nein. Seidesaiten. Okay. Arschloch. Ich frage mich, warum er jetzt nach vorne springt. Eigentlich sollte er nach hinten springen. So, unseren Fokus wieder aufgefüllt. Aber unsere Energie ist natürlich, ne. Hauen wir halt alles in die Energie. So, hier müsste es. Genau, da geht's in die Ruinen. Da kommen wir sogar. Ah nein, da liegt Energie. Wie blöd. Naja. Hier, das können wir aber auch machen. So, sofort in Deckung gehen. Ansonsten. Nö, ansonsten ist hier nichts. Habe ich auch hier nichts vergessen? Ja, wir können jetzt höchstens noch hier rüber gehen und gucken. Ach so, da geht's nach Tiens Anlieger. Ja, dann gehen wir erst in die Stadt rein. Ich glaube, das ist besser. Mal gucken, was da so los ist. Da seid ihr ja. Ah, Morgenstern. Verzeiht, ich wollte da hinten nicht länger warten. Ich glaube nicht, dass dem Flieger noch viel passieren kann. Er hat schon recht viel mitgemacht. Ich habe dieses Juwel im Wrack gefunden. Ich habe keine Ahnung, wozu es diente, aber ihr werdet sicher etwas damit anfangen können. Da wir nun hier sind, sollten wir feststellen, ob sich jemand mit Fluggeräten auskennt. Vielleicht können uns die Verantwortlichen in dieser Stadt weiterhelfen. Sofern ihr mich nicht braucht, werde ich hier in diesem neuen Lager bleiben. Es scheint sicher genug und es könnte uns auch als Basis dienen. Ja, haben wir ein kleines Basislager. Also das speichert automatisch, das ist immer gut. Das Glück des Spielers. Ja, okay. So, jetzt haben wir hier unser Lager. Was ist da drin? 100 Silbertaler, wunderbar. So, noch irgendwas hier? Hallo? Ich kann nicht glauben, dass zwei Ströme zerstört ist. Es war mein Zuhause. Die Menschen dort waren wie eine Familie für mich. Und jetzt sind sie alle tot. Ich verstehe euren Kummer, Morgenstern. Aber der Pfad, den ihr eingeschlagen habt, wird euch gewiss noch an dunklere Orte führen. Darauf müsst ihr gefasst sein. Ich will so nicht denken. Wir werden die Dinge in Ordnung bringen. Wir müssen es schaffen. Sie hat recht, Su. Noch mehr Blutvergießen bringt unsere Freunde nicht zurück. Ich glaube nicht, dass wir das können. Ja, Vergeltung zufrieden geben. Okay, nee, wir machen ihr natürlich Mut. Eure Freunde sind ohnehin unwiederbringlich verloren. Aber es gibt noch vieles mehr, das ihr verlieren könnt. Ah, da hat Su nicht ganz Unrecht. So, das ist unser Lager hier jetzt, oder was? Okay, da sind ein paar Ziegen. Ist erstmal egal. Ey, läuft's zu mir immer noch hinterher? So, was war hier hinter? Ja, hier ist nichts. Oder nein, hier ist nichts. Irgendwelche Städten, egal. Oh, was ist hier? Nara ihr vorneer wonu, kanawa ofa ihr kanu wonu. Vergebt mir meine Direktheit, Fremder. Aber wenn ihr weise seid, dreht ihr sofort wieder um und verlasst diese verfluchte und elende Stadt. Mutter und ich werden die Stadt verlassen. Und wenn ihr klug seid, tut ihr das auch. Psst, Tochter. Du musst Fremde mit Respekt behandeln. Sobald wir außerhalb der Stadt sind, musst du bei allen Leuten, die wir treffen, sehr vorsichtig sein. Wer seid ihr? Uksair wak un nikiro.
Nana wo nafak suno. Ich bin Yifeng, eine einfache Dorfbewohnerin. Ich habe mein ganzes Leben in Tiens Anleger verbracht. Aber jetzt muss ich mich mit meiner Tochter hinaus in die Wildnis wagen. Dort ist es sicher aufregender als an diesem toten Ort. Ja. Meine Tochter ist sehr vorlaut, aber sie hat recht. Der große Damm flussabwärts wurde geöffnet. Jetzt ist der Fluss zu seicht und kann nicht mehr befahren werden. Wir sind vom Rest des Reichs abgeschnitten. Die Leute verhungern und die Stadt wird von Piraten heimgesucht. Minister Sheng, unser Stadtoberhaupt, scheint wenig tun zu können. Wir haben beschlossen, unser Glück in der Wildnis zu versuchen. Alles klar, bleibt doch. Vielleicht kann ich die Stadt retten. Es bringt doch nichts davon zu laufen. Warum findet ihr nicht hier irgendeine Lösung? Eure Feigheit gefährdet eure Tochter. Flieht, Bäuerin. Nein, bleibt doch. Vielleicht kann ich der Stadt helfen. Nifuir. Ein nobler Gedanke. Aber bei allem Respekt, ich fürchte, es wird uns wenig helfen. Ihr kennt die ganze Geschichte noch nicht. Minister Sheng würde demjenigen, der den Damm schließt, sicher entlohnen. Aber bisher hat niemand es gewagt, in der Nähe des Damms geschehen dunkle Dinge. Manche behaupten, es wären Geister, die uns plagen wollen. Andere sagen, es wären Piraten. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es keinen Weg zu geben scheint, den Damm wieder zu schließen. Meint ihr wirklich, ihr seid besser dran, wenn ihr jetzt die Stadt verlasst? Die Wildnis ist sehr gefährlich. Vielen Dank, dass ihr euch Sorgen macht um uns. In Zeiten wie diesen kümmern sich die meisten Menschen nur um ihr eigenes Wohlergehen. Ja, mich interessiert's ja eigentlich auch nicht. Ich habe von den Gefahren gehört. Wilde Tiere und noch schlimmere Männer. Piraten und Sklavenfänger, die sich mit ihren Fliegern auf nichtsahnende Reisende stürzen. Diese Piraten sind Männer von Gao dem Großen. Er hat Besitztümer hier in der Nähe und Zugang zu recht vielen Fliegern, wie ihr gesehen habt. Ich habe noch nie von Gao dem Großen gehört, aber die Piraten terrorisieren diese Gegend schon seit Wochen. Jeder, der sich in die Wildnis wagt, riskiert, von diesen Sklavenfängern erwischt zu werden. Manche glauben, dass es sogar noch Schlimmeres in der Wildnis gibt. Geister, die die Lebenden plagen. Doch selbst das ist noch besser, als in Tiens Anlieger auf den Tod zu warten. Warum wurde der große Damm geöffnet? Ich weiß es nicht. Minister Sheng weiß es nicht. Niemand weiß es. Aber die Stadt stirbt und lieber versuche ich mein Glück in der Wildnis, als hier zu bleiben. Wenn der Damm geöffnet ist, warum führt dann der Fluss so wenig Wasser? Der Damm liegt flussabwärts. Als er geschlossen war, staute sich das Wasser und floss nur langsam ab. Dadurch stieg der Fluss an. Aber jetzt ist er offen und seither ist der Fluss für die meisten Schiffe zu reißend und zu seicht. Die Stadt ist von der Außenwelt abgeschnitten. Darum werden wir gehen. Könnt ihr mir mehr über die Piraten erzählen? Wo ist Fuyaos Vater? Gut, ich will euch nicht sagen. Na, reden wir mal weiter hier. Was könnt ihr mir über die Piraten erzählen? Ich selbst habe keine gesehen, aber sie sind da. Freunde von mir haben sie gesehen und andere sind verschwunden. Das sind nicht nur Gerüchte. Darum habe ich mich entschlossen, mit Fuyao in die Wildnis zu gehen. Dort haben wir zumindest eine Chance. Wo ist Fuyaos Vater? Das Leben in einer kleinen Stadt am Rande des Kaiserreichs kann hart sein und viele Leute sterben früh. Muss ich noch mehr sagen?
wo yo wir apafawa yer sisi yer sisi tu tok. Wo yer wak wak finir sir. Die Überlebenden müssen weitermachen, so gut es geht, und jetzt sollten Fu Yao und ich losziehen. Wenn wir durch die Wildnis müssen, würde ich das gerne noch mit der Sonne am Himmel tun. Gut, ich will euch nicht weiter aufhalten. Lebt wohl, verehrter Reisender. Wenn ihr Tiens Anlieger betreten müsst, dann sprecht mit Minister Sheng auf dem Marktplatz. Noch besser wäre es aber, ihr würdet fortgehen, solange ihr noch könnt. Alles klar, haben wir wieder was gelernt, das Dorf ist scheiße. Ich will aber nochmal... Ah ne, da hinten geht es raus. Ich möchte aber trotz... Ach hey Gott, hey, gibt's hier denn nur einen Weg rein? Ich würde gerne mit Morgenstern nochmal reden. Vielleicht sagt ihr uns irgendwas. Na, wo ist er denn? Da. Morgenstern. Braucht ihr etwas? Ich werde gerne alles tun, was ich kann, um zu helfen. So, was haben wir denn hier? Ich möchte wissen, wie es euch geht, Morgenstern. Bedrückt euch etwas? Nein, im Moment geht mir nichts Wichtiges durch den Kopf. Allerdings ist mir eure Gesellschaft immer willkommen. Alles andere, was mir vertraut ist, scheint so weit fort zu sein. Diese ganze Geschichte nimmt mehr und mehr eine bedenkliche Wendung. Ich bin froh, wenn wir das alles hinter uns lassen und endlich Meister Li finden können. Und ich erst. Ich habe mal ein paar Fragen. Ich gebe euch gern Antwort. Schauen wir mal. Ich möchte wissen, wie es euch geht. Das hat er gerade gefragt. Was sollte ich jetzt am besten tun? Achso, dann hilft es uns ein bisschen, wie es so, ne? Was sollte ich jetzt am besten tun? Mit Sheng reden wahrscheinlich. Su hat uns doch erklärt, was zu tun ist. Wir brauchen eine Windkarte und einen Flieger. Und je länger wir warten, desto größer wird der Vorsprung, den Meister Lis Entführer haben. Dann warten wir noch ein bisschen. Was denkt ihr über diesen Ort? Ich mag die Gegend rund um Tiens Anleger nicht. Tief im Herzen ist sie verdorben. Es gibt hier einige Geheimnisse. Und es gab viel Leid. Vielleicht denke ich auch nur so, weil unsere Schule zerstört wurde. Oder weil ich Angst um Meister Li habe. Aber ich weiß, dass wir vorsichtig sein müssen. Ja, ganz unrecht hat sie nicht. Macht euch keine Sorgen. Bleibt stark. Das werde ich. Trotzdem muss ich ständig daran denken, was mit Meister Li geschehen ist. Es wird alles gut werden. Wir werden ihn retten. Ja, sicher. Ich bin froh, dass ihr im Angesicht all der Zerstörung, die wir gesehen haben, trotzdem noch so stark seid. Ich bin schon ein Hengst. So, wir sehen uns nachher. Bis bald. So interessantes Zeug redet sie jetzt auch nicht. Su? Ja? Habt ihr einen besonderen Wunsch? Ich habe ein paar Fragen an euch über die Lux-Assassinen. Nö, lassen wir mal. Dann lebt wohl. Wie lebt wohl? Willst du schon gehen? Du rennst mir doch sowieso hinterher. Nein, falsche Richtung. So, wir gehen jetzt erstmal nach Tiens Anlieger rein. Mal gucken, was da so abgeht. Das hier soll unser Stützpunkt werden oder unser Quartier. Ist ja nicht gerade einladend. Also, hab schon Schöneres gesehen. Aber hier scheint was los zu sein. Aus dem Weg, Weib. In dieser Stadt machen nicht wir euch Platz, sondern ihr uns. Die hiesigen Bauern werfen sich vielleicht in den Staub vor euch, aber ich tue das nicht. Wenn ihr klug seid, entschuldigt ihr euch für euer Benehmen und geht eures Wegs. Sagt mir nicht, was ich zu tun habe. Glaubt ihr etwa, ich würde eine Frau nicht schlagen? Ihr müsst lernen, wo euer Platz ist. Jeder hier wird das müssen. Was starrt ihr so? Das hier hat nichts mit euch zu tun. Lasst sie in Frieden oder ihr kriegt es mit mir zu tun. Ihr kriegt gleich alle eure Lektionen. Springender Tiger. Oh, die hat einen coolen Trick. Schade, und ich krieg gerade auf die Mütze. Ja, da versucht er das und dann gibt's hier beide, kriegt er einen drauf. Zack, und noch einen. Was willst du? Boah, nicht erwischt, schade. Aber schön. So, ich will auch mal mit dem Stab zukloppen. Oh, ich hab... Oh, wir brennen alle, wir brennen alle. Schnell ausnutzen. Yu, was führt euch hierher? Es ist lange her, Su.
Ich habe euch nicht gesehen seit jener Nacht. Ich habe getan, worum ihr mich gebeten habt. Das Kind ist in Sicherheit. Dafür habe ich gesorgt. Ich weiß. Ich bin euch nach unserer Unterhaltung gefolgt. Ich wollte sicher sein, dass ihr ein gutes Heim findet. Ihr habt gute Arbeit geleistet, Hugh. Da steht Hui und nicht Hugh. Na, egal. Ihr beide kennt euch? Hugh und ich kannten uns vor langer Zeit. Sie war Soldatin und ich brauchte ihre Hilfe. Da war ein Kind, eine Waise. Ich wusste, Hugh würde ein gutes Zuhause für sie finden. Okay, nennen wir sie auch Hugh, obwohl da Hui steht, aber egal. Wer war dieses Kind? Es war einfach nur ein kleines Mädchen. Ihre Eltern waren tot. Ich konnte mich nicht um sie kümmern und ich wusste, dass Hugh ein guter Mensch war. Sie würde ein gutes Zuhause für das Mädchen finden. Wo ist dieses Kind jetzt? Sie ist in Sicherheit. Mehr braucht ihr nicht zu wissen. Sie hat nichts mit euch zu tun. Außerdem haben wir kaum Zeit, uns mit etwas aufzuhalten, das vor fast 20 Jahren geschah. Ja, das sind alte Geschichten. Hab Dank für das, was ihr heute getan habt, selbst wenn diese Männer keine echte Bedrohung waren. Nur einfache Seeleute, die ihrer Enttäuschung Luft machen, weil sie wegen des niedrigen Wasserstands hier festsitzen. Es gibt Piraten in der Gegend und sie sind eine wesentlich größere Bedrohung. Ihr werdet ihnen vermutlich begegnen, besonders wenn ihr derjenige seid, auf den ich warte. Mein Name ist Yu, wie Su, der Scharfsinnige, schon sagte. Sagt mir, junger Mann, wie lautet der Name eures Meisters? Hab ich vergessen. Sun Li? Nein, ganz bestimmt nicht. Ich wurde von Meister Li in zwei Ströme ausgebildet. Ich warte hier seit vielen Jahren auf die Ankunft eines besonderen Kämpfers. Euer Meister Sun Li bat mich, hier zu warten, bis sein Schützling auf der Suche nach Informationen hierher käme. Es ist also wahr. Meister Li ist tatsächlich der Bruder des Kaisers. Ich wünschte, ich hätte das gewusst. Er ist verschwunden, nicht wahr? Die Lotus-Assassinen haben ihn geholt, wie er es geahnt hatte. Er wusste, dass sie immer noch nach ihm suchten. Sie haben gute Gründe, ihn und sein Erbe zu fürchten. Der ruhmreiche Stratege war sicher, dass euer Weg in die Kaiserstadt euch hierher führen würde. Und er gab mir sehr genaue Anweisungen, wie ich euch zu instruieren habe. Er wollte, dass ihr bereit dafür seid. Meister Li hat mir erzählt, wer ich bin, weil ich sein Schüler bin. Wieso wisst ihr davon? Das muss er euch vor langer Zeit aufgetragen haben. Ihr seid sehr loyal und sehr töricht. Nein, hier, Li, weil ich der Schüler bin. Und warum zur Hölle weiß sie von mir? Ich habe unter Sun Li gedient und gehörte zu den wenigen, denen er wirklich vertraute. So setzte er sich nach dem Fall der Klagefestung mit mir in Verbindung. Li wusste, die Ereignisse dort würden weitreichende Folgen haben. Er erzählte mir von der wochenlangen Belagerung und wie sein Bruder die Geistermönche niedermetzeln ließ, um den Tempel erstürmen zu können. Es war Wahnsinn. Der Kaiser hat den Wasserdrachen selbst getötet. Der Wasserdrache. Die Hirtin der Toten. Die Gottheit der Wiedergeburt. Der Versuch, ihr die Kraft zu rauben. Allein der Gedanke, dass jemand das wagen würde. Hat jemals ein Mensch solche Vermessenheit gezeigt? Ein solches Verbrechen gegen die Ordnung würde nicht unbemerkt bleiben. Viele Wesen leben außerhalb unserer Wahrnehmung. Der Himmel wird von den himmlischen Ämtern regiert. Dort ist für jeden Aspekt der Existenz jemand ganz Bestimmtes zuständig. Die meisten scheinen wenig einflussreich, doch einige, wie der Wasserdrache, haben Aufgaben, die ihnen einen besonderen Status verleihen. Man sagt, sie sei für das große Rad des Lebens zuständig gewesen. Sie war keine Schöpferin. Aber sie nahm jedes Leben, das zu Ende ging, in Augenschein, bevor es in neuer Form in die Welt zurückkehrte. Sun Hai wollte die Wiedergeburt seines Reiches auf Kosten der natürlichen Ordnung. Ihr Körper wurde in den Kaiserpalast gebracht, als grausige Trophäe, als Symbol der Macht, die das Ende der großen Dürre herbeigeführt hatte. Das Volk jubelte dem Kaiser wie einem großen Helden zu und ahnte nicht, was er getan hatte. Der Kaiser hat also mein Volk ausgelöscht, um sich der Kräfte des Wasserdrachens zu bemächtigen. Selbst eine Gottheit ist nicht unbesiegbar. Sie hat ihren Platz und den kann man ihr nehmen. Li konnte das Massaker an den Geistermönchen nicht verhindern, doch er konnte fliehen und er nahm euch mit.
Die meisten glauben, Sohn Lisa in der Festung gefallen. Eine Lüge, die der Kaiser verbreiten ließ. Eine Handvoll von uns wussten, dass er lebte und kannten den schrecklichen Preis seiner Rebellion. Li hatte eine Frau und sie war schwanger. Seine Tochter wurde im Kaiserpalast geboren, während er in der Klagefestung war. Aber Li hat sie nie gesehen. Wenige Wochen später ließ der Kaiser Lis Familie exekutieren. Exekutieren? Ihr meint ermorden? Die Lotus-Assassinen erhielten Befehl, sie zu töten. Eine Mutter und ihr Neugeborenes. Ich bin sicher, der Befehl kam direkt von der Hand des Todes. Kein Wunder, dass Meister Li den Kaiser hasst. Ich kann nicht glauben, dass Meister Li seine Familie im Stich gelassen hat. Warum hat Meister Li das getan? Was ist denn so besonders an mir? Ja, würde mich auch mal interessieren. Er hatte sicher nie vermutet, dass seine Familie in Gefahr wäre. Aber hätte er es gewusst, er hätte euch vermutlich trotzdem gerettet. Li weiß, dass ihr eine Bestimmung zu erfüllen habt. Ihr seid der Letzte eurer Art. Die natürliche Ordnung der Dinge ist gestört. Es gibt vieles zu erzählen. Aber zunächst habe ich den Auftrag, euch eine ganz besondere Unterweisung zu geben. Euer Meister hat mich ausdrücklich darum gebeten. Es ist an der Zeit, eure Ausbildung fortzusetzen. Und ich habe die Ehre, das grundlegende Wissen erweitern zu dürfen, das Sun Li euch vermittelt hat. Ich werde euch meinen Stil lehren. Eine kurze Erklärung dürfte genügen. Ich bin immer bereit, etwas Neues zu lernen. Einige Lektionen mussten warten, bis ihr bereit wart für die Art Aufmerksamkeit, die sie euch bescheren werden. Sun Li hat sie mir mitgeteilt, damit ich sie an euch weitergeben kann. Ich soll euch den Stil Seelenfänger lehren. Magie und Waffen lassen euch ermüden. Wenn ihr sie zu intensiv einsetzt, könntet ihr verwundbar werden. Mit Seelenfänger könnt ihr euer Ski wieder auffrischen und so eure Kampfbereitschaft länger aufrechterhalten oder Wunden ignorieren. Seelenfänger ist besonders nützlich, wenn der Feind gegen einfache, waffenlose Angriffe immun ist. Wenn ihr also Magie oder Waffen einsetzen müsst. Dieser Stil kann den Gegner sogar bewegungsunfähig machen. Dadurch gewinnt ihr mehr Zeit, euch zu erholen. Diese kurze Lektion dürfte fürs Erste genügen. Treffen wir uns im Teehaus und sprechen wir dort über euren Meister und vieles andere. Alles klar, so. Stil erlernt, Seelenfänger. Tada! So, das war eine sehr lange Unterhaltung. Aber wir gehen jetzt hier nicht ins Teehaus rein, sondern... Oh, mit der können wir auch noch quatschen, da will ich jetzt alles nicht. Ich möchte allerdings mal kurz was gucken. Aufgestiegen sind wir noch nicht, aber die Technik... Oh, Geist der Viper. Okay. Nee, wollte ich eigentlich auch nicht. So, hier wollte ich hin. Genau, dieser komische Krötendämon. Der soll mal weg. Und Seelenfänger dafür dahin. Ich glaube, das war was ganz Nützliches. Und wir haben sogar noch 5 Stilpunkte. So, wir benutzen recht oft springender Tiger. Boah, nee, das ist zu viel. Dann pimpen wir erstmal den Seelenfänger auf. Chi-Schaden, Wirkungsdauer, Schnelligkeit und nochmal auf den Schaden. Das speichern wir. So. Und an dieser Stelle, meine Freunde, würden wir dann eine kurze Pause machen. Hier in Tiens Anlieger endlich angekommen. Einiges erfahren. Wir scheinen, ja, ich weiß es gar nicht. Sind wir das Kind, was er gerettet hat hier? Oder ist es das Kind von Li gewesen? Ich steige nicht so ganz durch. Auf jeden Fall sind wir jemand ganz Besonderes. Und dieser Besondere wird sich um die gute Frau kümmern und dann noch ins Teehaus marschieren. Und wenn noch Zeit ist, gehen wir auch in diese Ruinen noch rein und gucken uns an, was da anliegt. Ich bedanke mich natürlich wie immer recht herzlich fürs Zuschauen und sage Rinjehauen, bis zum nächsten Mal.